Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, und begrüße euch ganz herzlich. Freue mich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer weiteren Folge Bus-Simulator hier auf der PlayStation 4. Ja, wir sind ja in der letzten Folge hier stehen geblieben und mal weitergehen hier, was hier wir noch so entdecken. Wir haben ja rechts unsere neuen Linien. Wir haben ja die 1 und die 2. Bei der Arbeitergasse Grenusplatz, da ist die Zahl schon ein bisschen so gelblich. Ja, die geht schon so ins Gelbe rein. Das bedeutet halt einfach so viel, da könnte man noch ein besseres Ergebnis erzielen. Grau bedeutet halt einfach, wir sind sie noch nicht gefahren. Das werden wir heute in der Folge ändern. Wir werden natürlich hier gucken, dass wir dementsprechend alle Linien mal bekommen. Denn das ist der einzige Punkt, der uns hier noch fehlt. Deswegen werden wir auch den Rundfahrtmodus uns heute mal anschauen. So, und da ich aber weiß, mir schon ja soweit informiert habe, es gibt ja hier gar keinen Rundfahrtmodus, sondern wir müssen hier, oh doch, das haben sie verändert. Ah, dann kam jetzt ein Patch, hier ist halt der Rundfahrtmodus. Der hieß nämlich zuvor nämlich noch Ping-Pong-Modus. Also, falls ihr das noch nicht gesehen hattet, dann, ja, wisst ihr jetzt Bescheid, also der Rundfahrtmodus ist jetzt vorhanden. So, Fahrscheinverkauf lassen wir alles an. Und ich würde sagen, wir lassen das alles auf zufällig. Los geht's. So, alles einsteigen bitte. Dankeschön. Eine Fahrkarte bitte. So, eine Standard drucken 2 Euro. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Ja, dann müssen die das auf jeden Fall verändert haben. Ich habe auch gelesen, dass die einen kleinen Fix schon veröffentlicht haben, um halt grobe Fehler zu entfernen. Waren sie ja doch relativ schnell gewesen. Ich glaube, letzte Woche zum Aufnahmezeitpunkt war ja der Release gewesen. Also möchte man natürlich noch weiter dran arbeiten. So, wir essen dann schon wieder. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Was ist wunderschön? Ich will das auch wissen. Schlaglöcher sind auch immer woanders platziert, ne? Du musst da auch mal aufpassen. So einen langen Bus möchte ich denn doch. Also es geht auch schon von innen, aber den wir jetzt im letzten Part ja hier schon so ein bisschen was mitgenommen haben. Oh, das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Thank you.
Ah, boah, da hatten wir Glück gehabt. Da war nämlich ein Schlagloch. Ah. Achso, passiert wohl nichts. Sah gerade so aus, als ob wir. Also, jetzt sind wir definitiv gerade voll drüber gefahren. Also, auf dem PC ist es halt so, und ich denke mal, es wird hier auch so sein. Wenn du halt über das Schlagloch rüberbretterst, dann kriegst du Punktabzug, weil du halt Fahrgastkomfort nicht einhalten konntest. Siegwaldin! Ja, kannst rüberfahren eigentlich. Scheint so. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Senior Drucken. Danke. War wieder mal ein bisschen haarscharf mit der Laterne wieder. Ich brauche eine Fahrkarte. So, Student, eine Woche. Danke. Oakville. Versuchen wir mal trotzdem noch ein bisschen auszuweichen. Fahrkarte haben? Standard drücken. Danke. Autobahn Sunny Springs, Astra Park. Hier nach links geht's zum alten Sägewerk. Da wollen wir ja hin. Zum alten Sägewerk, da ist ja Endhaltestelle. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Komm mal frech und nimm mir einfach hier die Vorfahrt. Mal fehlen die hier mit Absicht die Markierung auf dem Boden? Wiedersehen. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Senior, 2 Stück. So, weil der so großzügig bist, kriegst du jetzt nur 1 Euro Stücken und nur 15 Stücken. Bitteschön. Ich hoffe, das war die nächste Mal eine Lehre und du bezahlst ein bisschen passender.
Ja, wir müssen leider einmal drehen. Das ist ein bisschen blöd geplant jetzt hier. Aber ist schon cool, wenn du so in die Ferne guckst so und dann so in die Stadt reinguckst. Tag, dann habe ich endlich frei. Oh, das Spiel ist schon cool. Hier muss ich raus. Genau so. Ah ja. Okay, jetzt sind wir gleich wieder da, wo wir hinwollen. Wir hätten noch einmal drehen können. Ah, da, siehst du, da war das Schlagloch. Versperren die Tür. Was? Ach so. Na klar, hier, bitte. Wo? Augenblick. Na klar. Alle leider ein Ticket. Was waren wir jetzt? Angeblich habe ich einen Fahrgast angefahren. Mysteriös. Eine Fahrkarte, bitte. Tag, Standard. Ja, warum nicht? Bedankt er sich noch. Nett. Die wir so viel Kleingeld rausgegeben haben. Aber das war jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Das muss ich jetzt alles nochmal neu spielen. Damit wir hier das bestmögliche Ergebnis bekommen.
eine Fahrkarte bitte. Einzeln Standard drucken. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich habe so einen Hunger. Okay, holen wir uns was zu essen. Danke. €17,50 Stücken. Dude. Ich glaube, ich werde krank. Ja, dann steckt mich bloß nicht an. So, sollen wir gleich nochmal Ticketkontrolle machen? Also ich weiß nicht, was der von mir wollte. Also muss ich sagen, ich bin hier... Ich brauche eine Fahrkarte. Ich war ansatzweise wahrscheinlich rangekommen an dem... Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Woche, Standard. Noch ein Tag, dann habe ich endlich frei. So, seht ihr, es geht auch so, ohne dass man jetzt die Außenperspektive... Ich glaube, nee, obwohl, dann hätten wir ja keine Strafe zahlen müssen. Irgendwas werden wir mitgenommen haben, was... wo wir den Bus nicht richtig eingeschätzt hatten. Ja, passiert dann halt. Ach Mensch. Oh Leute. Weißt du, wir haben Vorfahrt. Das ist das wieder, was ich halt nicht verstehe. Aber die Hupe klingt ja auch furchtbar. Gestern war es super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und dann habe ich die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Na du Glückspilz, ich musste gestern arbeiten. Du Glückspilz. Was stinkt denn hier so?
Jetzt habe ich angeblich auch noch einen Fahrgast zurückgelassen. Oh, 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 oh. Oder beinahe an die Haltestelle vorbeigefahren. Mein Gott. So, du hast die Strecke abgeschlossen. Keinen Fußgänger angefahren. Ich verstehe es nicht. Ist wurscht. Mal gucken. Vielleicht reicht es ja trotzdem, dass wir unser Ziel erreicht haben. Und ja, es hat gereicht. Wir haben unser Ziel erreicht. Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Bildlich gesprochen, versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich es vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. So, also was wir hier sehen, sind wir wie so neue Linien wieder basteln. Und ja, wir haben neue Bezirke freigeschaltet, die Industriezone und die Landwirtschaftszone. Und ich sehe hier irgendwas. Fahren Sie mit einem Erdgasbus. Diesel, Diesel, Diesel. Wir haben nur Diesel. Ah, okay, der Iveco, das ist ein Erdgasbus. Und er ist wirklich der einzige Erdgasbus. Okay. Und dazu müssen wir Level 9 sein, weil wir jetzt aber gerade die Peoples alle umgefahren sind. Müssen wir das Ganze dementsprechend jetzt nochmal neu machen, damit wir hier diesen Bus bekommen, den Iveco, den können wir dann kaufen. Und was kostet der? 330.000. Das sollte hinbekommen, wenn wir da jetzt nochmal eine Woche ranklotzen. Und dann können wir uns den kaufen und können den anderen Bus halt dementsprechend abgeben. Weil wir brauchen ja dann noch einen neuen Fahrer und so weiter und so fort. Aber das würde ich sagen, machen wir alles im nächsten Part. Also wenn ihr mehr sehen wollt, unbedingt wieder einschalten. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und sonst schreibt es in die Kommentare, wenn euch irgendwas gestört hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.